Na hallo, herzlich willkommen hier im Volkshaus. Beim heutigen ganz speziellen Projekt. Ich bin selber ein bisschen nervös, weil ich so viele Kids auf der Bühne gesehen. Platz ist hier so an. So, Sie, können wir mal einen motivierenden Applaus haben für unsere Jungmannschaft, Alter! Ja, wir sind angefragt worden für das wundervolle Projekt von der, vom Musikalischen Konservatorium Zürich. Und ich musste keine zwei Sekunden müssen zögern, um dazu zu sagen. Ich finde das eine geniale Sache. Die Idee dahinter ist, dass man ein Benefizkonzert veranstaltet mit Schulklassen aus Stadt Zürich, Kreis 3, Kreis 4, Kreis 5, wo maximum 2 Jahre die Instrumente spielen. Und es ist unglaublich, wenn man sieht, wie viele Schüler schlussendlich auf der Bühne sind. Es sind 170 Schüler. Also ist eigentlich von jeder Klasse müssen da alle mitgemacht haben. Und ich denke so zurück an meine Zeit, wo wir früher in der Schule waren. Von 20 Schülern in der Klasse sind vielleicht 5 oder 6 musikalisch gewesen, und der Rest hat mit dem nichts anfangen. Und wenn man sieht, was für Instrumente sie da spielen, dann ist es schon sehr beachtlich. Es sind sehr, sehr ambitionierte Instrumente. Wenn man so an Cellos oder Gitarre denkt. Hier das letzte Mal in Schlacht. Ich gib's deine Piste. Komm schon! Ich fuhr in den Kanton in den Dunkeln. Ich fuhr in den Kanton in den Dunkeln. Traum kenn ich das Spiel auf dem Boden. Die erste Aufgabe hat, Leute miteinander zu verbinden und zu trennen. Von den 170 Kids, die auf der Bühne stehen, sind wahrscheinlich etwa 20 Schweizer, und der Rest ist sehr, sehr kulturell und untereinander gewürfelt. Das ist nebst dem musikalischen, auch aus politischer Sicht, ein Grund gewesen, wieso ich dem Projekt zugesagt habe. Unabhängig von Rasse, Religion, Kultur, Herkunft, wird man da zu einem, und ich glaube, das ist noch ein schöner Nebeneffekt, den das ganze Projekt mit sich bringt. In dem Moment, wo die Kids miteinander musizieren, sind sie eins. Und ja, das gefällt mir. Das ist einer der Hauptgründe, wieso ich mitmache an diesem Projekt. Musik machen. Es ist
eine Magie in die Luft gelegen, die seinesgleichen sucht. Das war unglaublich, für mich eine unglaubliche Erfahrung mit diesen 170 Kids auf dieser Bühne stehen. Es war ein bisschen chaotisch zum Teil, wie es hat, musikalisch die eine oder andere Lappalie gegeben, aber so soll es auch sein. Es war ein wunderschöner Moment gewesen, und ich werde dafür ewig in meinem Herzen bleiben. Für all diejenigen, die das Talent haben, die gut sind in irgendetwas, nutzen das gerne die jüngeren Kids mit auf den Weg. Goes around, comes around, teilt, was ihr könnt.